Hallo, 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 hier ist Shoki Wanoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 8. Juni und Marc Hagenbeck ist hier im Studio und Jenna ist der Sashi und wir haben heute ein Geburtstagskind. Ja. Wer hat heute Geburtstag? Jasmin Tapatapai, Tapatapatapa. Tapatapatapa, ja, genau. Ja, sie Schauspielerin, ja. Und hat in Bandits, Elementarteilchen und so ein Kram, hat sie gespielt. War da Meinhof Komplex und so ein Zeug. Ja? Das ist eine deutsche Schauspielerin mit iranischen, wie sagt man, Wurzeln. Wurzeln. Ist ja. Das so? Ja. Ja. Ah ja, okay. Schon. Mhm. Ja. Ja. Und was war noch am 8. Juni? Ja, am 8. Juni 2003 stimmen in Polen 77% der Bevölkerung für einen Beitritt zur EU. Ach so, okay. 2003 war das. 2003, ja. Genau. Ja. Ja, genau. Was ist die Hauptstadt von Polen? Warschau. Richtig! Also, hallo, komm. Respekt und Anerkennung. Jetzt komm. Ja, und ja, war schwer, da hast recht. Ja, und am 8. Juni ist auch Internationaler Tag des Meeres. Ach ja. Ja, guck mal, wie schön. Da freut sich das Meer. Da freut sich das Meer ein zweites Loch. Da freut sich das Meer, ja, genau. Was ist noch passiert am 8. Juni? Scotland Yard hat am 8. Juli. 1968 heißt das hier, glaube ich, ja. Den Mörder Martin Luther Kings festgenommen, den James Earl Ray. James Earl Ray. Genau. Genau. Er wurde festgenommen und er ist dann im Alter von 70 Jahren im Gefängnis gestorben. Genau, 1998, im Alter von 70 James, Jahren. James Earl Ray. Ray. Genau. Lee Harvey Oswald, ist dir mal aufgefallen, dass diese ganzen Attentäter, die angeblich auch die Attentäter waren, weiß man nicht so genau, aber dass die alle so Doppelnamen hatten? James L. Ray, Lee Harvey Oswald. Gibt es noch ein paar andere Beispiele, haben immer so Doppelnamen. Du musst jetzt so diese verschwörerische Denkerpose machen. Da könnte etwas dran sein. Das ist es auch. Ja, das war der 8. Juni. Am 8. Juni haben wir ganz viel gelernt. Und wir sehen uns wieder morgen am 9. Juni. Cheerio, Miss Sophie.